Aber wir haben das mal geküsst. Ich glaube sogar zweimal. Wir haben eigentlich die ganze Community komplett verarscht. Mann, es ist so schwierig, über das zu reden, weil ich mir kurz vorstellen, dass das Video sehen vielleicht auch Leute, die mit mir so in Kiel sind und die jetzt vielleicht gerade mega schockt sind. I don't know. Sind meine zwei Dudes gleich? Irgendwie stehe ich drin und das ist knapp fuck. Freunde der Sonne, die Gerüchteküche brudelt. Der Anfang war wieder mal neu cringe gewesen. Gut, also. Freunde, hin und wieder höre ich mal ein paar Gerüchte über mich. Und ein paar Themen sind auch noch nicht ganz geklärt in der Öffentlichkeit. Und darum habe ich gedacht, ich muss ein Video über das machen. Ich habe auf Instagram gefragt, was ihr für Gerüchte über mich kennt. Und wir werden jetzt heute einfach mal alles auf den Tisch legen. Was ist wahr und was ist nicht wahr? Eine Person habe ich offenbar gehört, dass der Freund, den ich immer gesagt habe, jo, ich habe einen Freund, dass das gar nicht der Can ist, sondern dass der Can und ich noch nicht so lange zusammen sind und ich vorher mit jemand anderem zusammen war. Das hat im Fall no shit mega viel Gefühl. Also gerade wenn ich auf TikTok live bin, ist das immer so die Frage. Ich glaube, es wäre ein bisschen weird, wenn ich jetzt einen anderen Freund hätte, weil ich mich schon verarscht fühle jetzt. Aber nein, der eine Freund, von dem ich immer geredet habe, war immer der Can. Dass du mit dem Adi Kontaktabbruch gemacht hast, das hat auch so viel Gefühl, weil ich halt nicht mehr so viele Videos mit dem Adi machen. Aber das hat seine anderen Gründe. Zum einen, weil er jetzt Content auf Hochdeutsch macht und wir uns einfach allgemein so ein bisschen vom Content her entwickelt haben. Aber wir verstehen das immer noch super, wenn wir uns sehen. Nein, der Adi ist immer noch ein geiler Sieg. Dass du scheiße in der Schule gewesen bist. Nicht fies gemeint, liebe deine Videos, by the way. Kuss. Das ist gar kein Gerücht wirklich. Also ich würde nicht sagen scheiße, aber ich bin nie so ein typischer Musterschüler gewesen, der gute Noten hat, sondern ich bin immer so ein 4er, 4,5er Schüler gewesen. Im Gymi ist es halt nochmal was anderes, weil halt noch ein bisschen streng gewertet wird jetzt als zum Beispiel in der Sek. Aber ja, ich kann relativ viel müssen lernen, um eine gute Note zu bekommen. Meistens habe ich einfach gelernt und eine schlechte Note bekommen. Schlussendlich habe ich mit 4 Pluspunkten abgeschlossen im Gymi, was für mich eben relativ gut ist. Aber es hat schon so 1-2 Semester gegeben, wo ich so ein bisschen am Biberen gewesen bin. Ich hatte auch mega Angst, dass ich meine Module bestehe, aber da habe ich es eigentlich easy bestanden. Von dem her, ich bin kein guter Schüler, aber jetzt auch nicht ein mega schlechter. Und eigentlich ist es scheißegal, Hauptsache Matur, ganz ehrlich. Dass der April-Scherz von vor 3 Jahren mit dem Can gar kein April-Scherz war. Ah! Ich muss kurz erklären für die, die neu dazugekommen sind. Ich habe vor, es war wirklich, glaube ich, vor 3 Jahren, gewesen, im April, ein Video mit dem Can auf seinem Kanal hochgeladen, wo wir einen Prank machen und sagen, jo, wir sind zusammen. Und es ist halt dann auch ein April-Scherz. Heisst, wir sind doch nicht zusammen. Das Lustige ist, es ist kein Gerücht, sondern wir sind wirklich dann zusammen gewesen. Wir haben eigentlich die ganze Community komplett verarscht. Aber das Lustige ist, wir haben die Leute verarscht, die wir kennen. Also zum Beispiel der Marc damals hat uns eine Memo geschickt und gesagt, oh mein Gott, wir haben ihn komplett hops genommen. Weil er das Gefühl hatte, dass wir nicht unsere Beziehung veröffentlicht haben. Also das ist wie irgendwie von beiden Seiten, haben wir eigentlich komplett alle hops genommen. Schlussendlich war es halt doch kein April-Scherz gewesen. Wir haben aber nie gesagt, es ist ein April-Scherz. Wir haben nur gesagt, es ist April, also. Aber ja, um das Gerücht noch komplett aufzudecken, ja, wir sind dann schon zusammen gewesen. Dass du mit dem Adi rumgemacht hast. Also das haben wir ja wirklich am meisten geschrieben, dass du mit dem Adi Sex gehst, dass du mit dem Adi mal zusammen gewesen bist. Also wirklich, alles habe ich da gelesen und ich meine wirklich alles. Ja, der Adi und ich. Ich muss enttäuschen, wir haben jetzt nie irgendwie rumgemacht. Wir haben keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Aber wir haben das mal geküsst. Ich glaube sogar zweimal. Aber das ist wirklich zweimal einfach etwas komplett Randoms gewesen. Also es ist nicht irgendwie ein romantischer Kuss oder so. Sondern ich glaube es irgendwie war oder Pflicht oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist jetzt noch wirklich ein Gerücht, aber dass du einen sehr starken Glauben hast. Oh, Freunde, es braucht gerade ein bisschen Mut für mich, um in der Öffentlichkeit über das zu reden, weil ich noch nie in der Öffentlichkeit über das geredet habe. Aber von meiner Familie her, also gerade meine Mom, ist extrem stark gläubig erzogen worden. Ich zwar nicht so fest wie sie, aber ich bin gleich als Kind also relativ immer in die Kirche gegangen. Also ich bin eigentlich wirklich mit dem Glauben aufgewachsen. Für die, die sich jetzt fragen, was für ein Glauben, frei evangelisch. Denen, die das nicht sagen, es ist eigentlich ähnlich wie reformiert. Einfach noch ein bisschen mehr Richtung Freikirche. Ich muss sagen, dass ich auch relativ lang meinem Glauben nachgegangen bin. Heisst, ich habe sehr oft gebetet, bin auf die Kirche gegangen. Alles, was halt so ein bisschen zum Glauben dazugehört. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ich jetzt zu meinem Glauben stehe. Mann, es ist so schwierig, über das zu reden, weil ich mir kurz vorstellen, dass das Video sehen vielleicht auch Leute, die mit mir so in Kirche sind und die jetzt vielleicht gerade mega schockt sind. I don't know. Also ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt nicht würde sagen, dass ich an nichts glaube. Aber ich will mich jetzt auch nicht als gläubig bezeichnen. Ich bete dann, wenn es sich für mich richtig anfühlt und nicht weil ich muss. Es ist eigentlich auch etwas Privates. Aber grundsätzlich, ich bin eher streng gläubig erzogen worden. Also von meinen Eltern aus weniger, aber von meinem gesamten Familienkreis schon. Mütterlicherseits. Und mittlerweile würde ich mich nicht wirklich als gläubig bezeichnen. Wir kommen dann gerade zu der Frage, die auch dazu passt.
Und zwar, dass du ins ICF gehst. Für die, die wissen, was ICF ist, das ist eigentlich ein bisschen in der Nähe von Zürich und es hat halt so viele Vorurteile, wie zum Beispiel, es ist eine Sekte und so. Also es ist eigentlich eher negativ bekannt, sage ich mal. Ich bin auch ins ICF gegangen, zwar nicht mega lang, aber ich bin gegangen und ich würde es überhaupt nicht als Sekte bezeichnen, muss ich sagen. Weil ich grundsätzlich gute Erfahrungen dort gemacht habe. Also eine Sekte heisst für mich, dass wenn man dort hingeht, dass man da gar keinen Ausweg mehr findet. Und für mich ist es aber, dass man dort hingeht, kann eine coole Predigt hören und dann für sich selber kann einschätzen, stimme ich dem zu oder nicht. Also für mich hat das wenig mit einer Sekte zu tun. Aber ich muss gleich sagen, dass ich jetzt auch schon seit 2 Jahren nicht mehr da bin. Eben auch wie gesagt, weil ich meinen Glauben nicht mehr wirklich so lebe wie auch schon. Genau, yeah. Dass du schwanger warst, ja. Jein. Also ich habe nicht mal gemeint, ich bin schwanger gewesen. Ich habe die Story vielleicht mitbekommen, dort, wo ich an dem TikTok-Week einen Mountain-Card-Unfall hatte und dann ins Spital gebracht worden bin und dann alle verschiedenen Tests müssen machen und dort hat es geheißen, ich bin schwanger. Ich habe dann für eine Stunde gemeint, ich bin schwanger, weil mir das 2 Ärzte gesagt haben. Logisch, glaubst du, du bist schwanger. Und nach einer Stunde sind sie dann einmal ins Zimmer gekommen und haben gesagt, ja, es ist ein Fehler, du bist doch nicht schwanger. Von dem her, nein, ich bin nie schwanger gewesen. Aber es hat auf jeden Fall mal einen Moment in meinem Leben gegeben, wo ich wirklich gemeint habe, ich bin schwanger. Das war crazy gewesen, oh mein Gott. Ah. Ja, was kennt ihr noch für Gerüchte über mich? Schreibt es in die Kommentare, das würde mich mega wundern. Ich glaube, das sind jetzt wirklich so die meisten gewesen, die ich jetzt so ein bisschen gelesen habe. So sind es eher so ein bisschen random Sachen gewesen, wie du hast etwas mit deinem Bruder gehabt. Und ich bin so, nein, Bro, wirklich, nein. Gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. All die müssen jetzt bald 32'000. Vielleicht, wenn ich das Video schon hochgeladen habe, sind wir schon 32'000. Aber wir sind mega, mega close. Und es ist so crazy, wie fest wir einfach momentan wachsen, weil ich jeden Tag ein Video lade. Und ich finde es so cool, wie wir es einfach so feiern, in den Kommentaren dabei sind. Und ah, es macht mich so glücklich. Es ist richtig nice. Darum, ey, merci vielmals für den Support. Kuss auf die Nuss und bis morgen. Tschüssi. Der Mail hat mir einen Snap geschickt. Danke, Milo.